Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Routinen. Ich finde Routinen super, super wichtig, weil sie uns unseren Alltag einfach unglaublich erleichtern können. Und wir werden hier auf drei Routinen eingehen. Die Morgenroutine, die Abendroutine und die Putzroutine. Also viel Spaß mit diesem Video. Routinen sind meiner Meinung nach deswegen so wichtig, weil wir dann einfach nicht mehr so viel überlegen müssen. Wann mache ich jetzt was? Zum Beispiel bei der Putzroutine weiß man einfach, an welchem Tag man welches Zimmer putzt und in welcher Reihenfolge man das Haus putzt oder solche Sachen. Das weiß man dann einfach, das ist festgelegt und da muss man nicht jede Woche neu jonglieren, wann putze ich jetzt zum Beispiel was. Starten wir mal mit der Morgenroutine. Wer sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung eventuell auch beschäftigt, da wird die Morgenroutine ja megamäßig gehypt. Ich kann euch aber sagen, dass ich keine klassische Morgenroutine habe, wie sie oftmals im Bereich Persönlichkeitsentwicklung empfohlen wird. Als Mama finde ich es prinzipiell schwierig, so eine empfohlene Morgenroutine umzusetzen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass ich einfach nicht der Typ bin für so eine extrem getaktete Morgenroutine, wo man mega viel macht. Weil bei diesen Morgenroutinen wird halt zum Beispiel empfohlen, frühmorgens zu meditieren, eine Minute lang aufzuzählen, wofür man dankbar ist, sein aktuelles Ziel zu visualisieren, Tagebuch zu führen, all solche Sachen. Und dafür bin ich einfach nicht der Typ. Jedenfalls nicht am Morgen. Und deswegen habe ich für mich einfach eine andere Morgenroutine entwickelt. Für mich ist die Morgenroutine deswegen so wichtig, weil man am Morgen mit seiner Routine entscheidet, wie man in den Tag startet. Und wir alle wollen fröhlich, positiv in unseren Tag starten. Und wenn man schon eine Routine hat, die das einfach quasi bedingt, dass man fröhlich ist, dann startet man so in den Tag und dann gestaltet sich der Tag auch so weiter. Deswegen finde ich es erstens super wichtig, dass man schon einen recht durchgeplanten Morgen hat mit Zeitpuffern. Also, dass man weiß, in etwa, wie stehen die Kinder auf? Wie regel ich das dann mit den Brotdosen für den Kindergarten fertig machen, mit Anziehen, mich selber fertig machen, Frühstück in den Kindergarten bringen, tralala. Also bei uns ist es wirklich ein Ablauf, der jeden Tag auf dieselbe Art und Weise abläuft. Ich habe aber auch Zeitpuffer eingebaut. Heute Morgen war es zum Beispiel einfach so, dass Wea ungewöhnlich lang geschlafen hat. Nämlich eine Stunde länger als sonst. Und ich wecke meine Kinder super, super ungern. Und weil ich aber wusste, ich habe diesen Zeitpuffer, es ist einfach auch nicht schlimm, wenn ich sie jetzt schlafen lasse, konnte ich da super entspannt reingehen und hatte keinen Stress oder Druck, weil wir müssen jetzt los, wir müssen jetzt los. Also ich finde es wichtig, dass der Morgen schon so ein bisschen durchgeplant ist, dass jeder auch weiß, in welcher Reihenfolge was geschieht, aber dass man auch einen Zeitpuffer hat. Ich könnte mich theoretisch, ich könnte morgens länger liegen bleiben, tue ich aber nicht, damit ich diesen Zeitpuffer habe, damit ich die Ruhe für mich habe, damit kein Stress entsteht. Und was ich als Mama sehr als Morgenroutine empfehlen kann, ist eine Playlist. Also eine Playlist zu haben mit euren Lieblingsliedern, mit den Lieblingsliedern der Kinder, die halt auch wirklich so eine fröhliche Stimmung, energetisch sind und die jeden Morgen abzuspielen. Und dann, wenn euch danach ist, dazu zu tanzen und zu singen, aber schon allein, wenn ihr jeden Morgen diese Playlist anhaut, beim Radio in der Küche oder über euer Handy, wie auch immer, dann habt ihr schon diesen positiven Start in den Tag, ohne dass ihr meditiert habt, Yoga gemacht habt oder sonst was, was halt ewig lang dauert und mit Kindern manchmal einfach schwer umzusetzen ist. Wenn ihr natürlich so tolle Kinder habt, die immer zur selben Zeit aufwachen, dann könnt ihr auch so eine geile Morgenroutine mit Yoga und Meditation und Tagebuch schreiben und Dankbarkeit und Visualisierung. Dann könnt ihr das alles machen, weil dann wisst ihr, meine Kinder wachen zu Zeit X auf, ich stehe einfach eine Stunde oder halbe Stunde eher auf und kann das dann alles machen. Das wäre super genial. Meine Kinder sind leider nicht so. Also da ist von 5:30 bis um 8 alles dabei. In diesem Zeitraum wachen die irgendwann auf. Aber wann genau, das weiß ich einfach nicht. Und deswegen habe ich das, ich habe das lange versucht und war da auch so ein bisschen, ach, wieso kannst du das nicht? Wieso funktioniert das mit dieser Morgenroutine nicht? Alle empfehlen das, du musst es auch machen. So ein Quatsch. Für mich funktioniert das einfach nicht. Diese Art der tollen Morgenroutine. Also habe ich den Druck rausgenommen, habe gesagt, ich habe diese Morgenroutine nicht. Ich habe aber was anderes. Ich habe diese Playlist. Wir starten einfach locker, leicht, ohne Stress in den Tag.
Und ich habe das Ziel erreicht, was ich wollte. Das Ziel meiner Morgenroutine ist nämlich einfach, fröhlich und entspannt in den Tag zu starten. Und das haben wir damit erreicht. Also schaut einfach, was passt für euch, was passt in euren Alltag, was passt zu euch und euren Kindern und gestaltet euch da eure eigene Morgenroutine. Aber ich finde eine Morgenroutine super, super wichtig. Kommen wir jetzt zur Abendroutine. Auch da finde ich wichtig, dass die entspannt abläuft, ohne Stress. Ich kenne das manchmal selber. Es gibt so Tage, da ist man einfach froh, wenn die Kinder im Bett sind. Oder man hat schon so im Hinterkopf, du willst zu einer bestimmten Zeit irgendwas machen. Oder bist halt einfach froh, wenn du schnellstmöglich deine Ruhe hast, auf der Couch sitzt und nichts machst. Aber, und das musste ich, da muss ich mich auch an manchen Tagen dran erinnern, diese Zeit am Abend, die ist einfach magisch mit den Kindern. Gerade in so einem Alter, wie Vince gerade ist. Bei Svea jetzt noch nicht ganz so sehr. Die ist einfach nicht der Typ, der sich was vorlesen lässt, der dann nochmal gerne kuschelt. Die will ab einer bestimmten Zeit einfach nur in ihr Bett und schlafen. Aber bei Vince ist es gerade halt so super schön am Abend. Nochmal die Zeit zusammen auf der Couch und zusammen den Sandmann anschauen. Halt auch zusammen. Auch nicht daneben sitzen und aufs Handy gucken, sondern zusammen den Sandmann schauen. Und dann zusammen ins Bad gehen und da auch alles in Ruhe. Er kennt die Abfolge, wann er was zu tun hat, auch eine Routine, die für ihn sehr wichtig ist, aber in Ruhe und ohne Druck. Und dann ins Bett gehen und noch eine Geschichte vorlesen. Und wenn er eine zweite Geschichte verlangt, dann lese ich auch eine zweite Geschichte. Manchmal habe ich auch Bock auf noch eine zweite Geschichte. Und dann kuscheln. Und das ohne Zeitbegrenzung. So wie es halt passt. Weil das braucht er. Er braucht dieses Kuscheln, diese Nähe. Und da ist die Zeit dafür. Und dann erzählt er auch gern nochmal was. Oder einfach nur diese Entspannung und Ruhe. Und die tut mir auch gut. Und wenn ich da aber im Hinterkopf habe, oh nein, eigentlich kann ich jetzt nicht hier liegen. Ich müsste noch XYZ machen. Dann funktioniert das nicht. Und das musste ich aber auch selber lernen. Dass dieses Kuscheln am Abend mit ihm mir auch unglaublich viel bringt. Und dass ich da einfach im Kopf ausschalten muss, was ich jetzt eigentlich alles tun müsste. Muss ich nämlich gar nicht. Ich muss nur bei meinem Kind sein in dem Moment. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, da ganz in Ruhe und ganz entspannt reinzugehen und da halt auch Zeitpuffer nach hinten zu haben. Also nicht zu sagen, okay, ich brauche 10 Minuten, um ihn ins Bett zu bringen, dann kann ich wieder dies oder das machen, sondern zu sagen, okay, ich habe eine halbe Stunde und wenn es eher ist, ist es eher, aber wenn es eine halbe Stunde dauert, ist es auch völlig okay. Und diese Zeit, also gerade auch dieses Kuscheln oder dann gemeinsam den Sandmann gucken, halt auch achtsam wahrnehmen. Also das auch wirklich zu spüren, wie er sich an dich rankuschelt und wie schön das ist und die Wärme. Nicht wieder mit den Gedanken irgendwo anders sein, sondern in diesem Moment und das wirklich wahrnehmen. Und wenn die Kinder dann im Bett sind, dann kannst du dir deine eigene persönliche Abendroutine schaffen. Meine Abendroutine, ähnlich wie meine Morgenroutine, also ich mache das auch morgens, wenn ich aus dem Kindergarten wieder nach Hause komme, bevor ich anfange zu arbeiten. Und ich mache dasselbe nochmal abends, wenn die Kinder im Bett sind, bevor dann ich was auch immer tue. Ich habe so eine Faszienrolle, so eine Black Roll. Damit gehe ich einfach mal den ganzen Körper durch, weil das die Durchblutung fördert, das entspannt mich, das brauche ich einfach. Und dann meditiere ich nochmal. Ich meditiere 10 Minuten, ich meditiere 20 Minuten, so wie es einfach passt und wie ich Bock habe. Yoga wird ja bald ein Thema werden. Im Oktober starte ich ja meine Yoga-Challenge und ich starte erstmal damit, dass ich die immer morgens mache, weil ich da einfach, ich habe es dann halt erledigt und ich muss mal gucken, wie es mir mit Yoga so geht und vielleicht könnte mir dann auch vorstellen, dass das dann auch was wird, was ich dann abends einfach auch nochmal gerne mache oder vielleicht malt ihr gerne oder schreibt gerne oder so, dann macht das zu eurer Routine am Abend, dass ihr euch da ein paar Minuten für euch einfach gönnt. Das finde ich super wichtig. Und zur Putzroutine kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe mal ein Video zu meiner Putzroutine gedreht. Da war Svea noch ganz, 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 ganz klein. Die verlinke ich jetzt euch hier oben mal in den Infokarten. Die könnt ihr euch gerne im Anschluss an dieses Video anschauen. Ich weiß halt wirklich, wann ich was an welchem Tag mache. Ich weiß, an welchen Tagen ich das Bad putze. Ich weiß, freitags ist halt immer mein Putztag. Dann weiß ich auch, es gibt halt so eine gewisse Reihenfolge, wann ich was mache, wie ich putze, was meine ersten Schritte sind, was dann die nächsten Schritte sind. Es hat sich so eine Routine eingespielt und das finde ich auch super wichtig, dass man das auch immer an denselben Tagen zum Beispiel macht. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, einen Putztag zu haben und dann alles zu machen. Da wäre ich nicht der Typ dafür. Also ich teile mir das, wie gesagt, auf die Woche auf. Badputzen mache ich zum Beispiel an anderen Tagen als dann meinen großen Putztag. Und dann zwischendurch halt nochmal so Sachen, ne?
ja, saugen macht man dann doch mal ein bisschen öfter oder mal durchwischen oder sowas, ne? Aber dass man schon weiß, wann man das in etwa macht und nicht jede Woche neu überlegen muss, wann mache ich jetzt dies und wann mache ich das, sondern dass es einfach Routinen werden, dass das so Abfolgen werden, die man einfach immer wieder so macht. Und ich finde auch immer wichtig, sich auch da den Stress rauszunehmen. Wenn ihr diese Routinen und das auf diese Tage festlegt, immer so durchsetzt, dann habt ihr immer eine Grundordnung. Es wird nie völlig katastrophal bei euch aussehen. Ihr wisst, ihr habt immer eine Grundordnung drin. Und wenn ihr es dann halt nicht schafft, Fenster zu putzen, obwohl ihr es euch vorgenommen habt, ist es jetzt kein Weltuntergang. Also auch zum Thema Spielzeug aufräumen, vielleicht auch nochmal ganz interessant, da habe ich auch eine Routine. Bei mir wird immer abends das Wohnzimmer aufgeräumt, weil es ist mir wichtig, dass das dann weg ist, wenn ich meine Auszeit habe. Ich räume aber nur einmal in der Woche das Kinderzimmer auf. Da bin ich nicht so oft, da müssen die mit ihrem Chaos alleine klarkommen, das räume ich nur einmal die Woche auf. Das tut mir dann auch gut. Also das mache ich natürlich, bevor ich das Kinderzimmer sauber mache, dann räume ich das alles auf. Das tut mir auch gut, wenn das da wieder schick aussieht, aber das mache ich nur einmal die Woche. Dann müssen die in ihrem Chaos leben den Rest der Woche. Das ist mir egal. Ich räume das Kinderzimmer nur einmal in der Woche auf. Ich finde es auch wichtig, dass man so den Haushalt, dass man das so ein bisschen aufteilt. Dass man halt guckt, was kann der Mann, zu was ist der fähig, was kann der umsetzen, aber dass er das dann auch machen muss. Und dass man auch frühzeitig die Kinder so ein bisschen rannimmt. Also so, auf was die Bock haben. Also Vince putzt zum Beispiel unglaublich gern das Bad. Also putzt er mit mir das Bad. Svea räumt gerne den Geschirrspüler aus. Auch wenn das ist jetzt für mich keine Arbeitserleichterung, ne? Sie nimmt das einfach nur raus und stellt es irgendwo hin. Aber ich möchte sie da halt einfach auch ranführen, dass sie das später halt mal alleine machen kann, dass sie es dann halt abgeben kann, diese Aufgabe. Also das finde ich auch super wichtig, dass man, also wir leben hier alle zusammen, wir wohnen alle in diesem Haus, wir essen alle zusammen und dann heißt es nicht, dass ich alles putzen muss, dass ich immer kochen muss. Dann gab es mal so ein wunderschönes Video, da sagte der Mann, er hilft seiner Frau nicht. Er kocht, weil er das Essen isst und er putzt, weil er in diesem Haus wohnt. Und ich glaube, das sollten sich viele einfach mal auch bewusst machen und dann auch von ihren Männern auch einfach fordern, weil es ist so. Sie wohnen auch in diesem Haus, also können sie es auch putzen. Sie wollen auch was essen, also können sie auch kochen. Genau, das war mein Video zu Routinen, warum ich die wichtig finde, wie meine Routinen aussehen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, wenn ihr mir erzählt, wie eure Morgenroutine ist, eure Abendroutine, eure Putzroutine. Und schaut euch, wie gesagt, gerne noch meine Routine-Videos an. Ich hatte da, ich glaube, wo Svea ganz klein war, hatte ich das mal gedreht. Verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!